Zwei Lebemenschen. Er mit Melone, sie mit Schlips. Ihre Blicke etwas verwegen. Was ist das für eine Nacht, in der sie da unterwegs sind? Ihre Welt sind die frühen 20er Jahre, Nachkriegszeit. Die beiden sind überzeichnet. Wie eine Karikatur wirkt die Grafik. Hans Christoph ist Mitglied der Dresdner Sezession. Sein Stil? Expressiver Realismus. Mit groben Strichen fängt er seine Zeit ein. Er zeigt die Wirklichkeit. Alle Milieus. Welche Geschichte hat das Aquarell? Entstanden ist das Paar 1924 in Dresden. Hans Christoph ist da gerade 23. Man vermutet, dass dann Fritz Salo Glaser das Werk gekauft hat. Glaser ist Jude und Rechtsanwalt in Dresden. Um ihn herum viele Künstler. Paul Klee, Emil Nolde, Otto Dix. Und eben auch Hans Christoph. 1933. Nach der Machtergreifung verliert Glaser seine Zulassung als Anwalt. Die Familie ist gezwungen, die Sammlung nach und nach zu verkaufen. Die Spur des Paares verliert sich. Wann und wie die Grafik in den Besitz der Gurlitz kommt, wissen wir nicht. Das Paar von Hans Christoph. Die Augen gequollen, die Nase rot. Die beiden sind vom Leben gezeichnet. Und doch mittendrin.